denn wir wollen noch mal ein paar Leute einladen, jetzt wo es hier so schickimicki aufgebaut ist. Achso, ich muss das mal A drücken. Und wir fangen direkt von der Liste ganz von vorne an mit Rona. Die erste Arenaleiterin. Hier sieht man auch die mehr oder weniger offizielle Reihenfolge von allen. Ich bin Rona, die Inhaberin der Konditorei Mucorossi. Oh, Momentchen, ich wurde doch bestimmt als Arenaleiterin herbestellt, nicht wahr? Ja, das heißt wohl auch, dass wir kämpfen müssen. Ich kann euch aber jetzt schon sagen, für die, die es interessiert, um den letzten Gegner hier freizuschalten, und zwar den Geheimboss, müsst ihr nicht gegen alle kämpfen, ihr müsst sie nur alle eingeladen haben und mit denen sehr, sehr oft gesprochen haben. Ganz viel reden reicht schon aus, kämpfen müsst ihr nicht. Ich werde erstmal die ersten paar bekämpfen und gucken, ob das okay ist oder ob mir das zu langweilig ist und mich dann entscheiden, ob ich das weiterhin so mache. Ja. Genau so machen wir das. Wo ist sie jetzt eigentlich? Ich hab die doch gerade eingeladen. Ach, da ist sie. Hallo. Ah, du bist es, Spike. Schon seltsam, dass wir uns an einem Ort wie diesem hier begegnen, nicht? Ich habe sie doch eingeladen. Ach ja, das ist aber süß von dir. Hihi, dann wäre alles geklärt. Wo schon mal hier als Mentorin hier bin, sollte ich auch ordentlich ein Zeug legen. Ich werde den Schülern dieser Akademie all die Vorzüge von Käferpokémon näher bringen. Mhm. Sieh mal einer an, ist das etwa eine Aufforderung zum Kampf? Ja. Ich freue mich schon auf eine Kostprobe davon, zu was für einem starken Trainer du dich entwickelt hast. Dann let's go. Ja, ich glaube, dass wir entweder die Kämpfe hier skippen werden oder vorspulen. Weil das ist ja... das ist relativ langweilig. Aber für alle, die bei YouTube zuschauen und sich den ganzen Kampf geben wollen, ich verlinke euch diesen Stream hier in der Beschreibung. Dann könnt ihr euch den anschauen. Je nachdem. Ich weiß nicht, ob das hier auch die gleiche Folge ist oder eine neue Folge. Mal schauen, wie ich das zusammenschneide. Ach, wie zu erwarten. An dir beiße ich mir die Zähne aus. Du hast dich wirklich als etwas ganz Wunderbares entpuppt. Ich hätte noch eine Kleinigkeit für dich als Nachtisch nach dem Sieg. Oh, man kriegt... Geheimgewürz kriegt man von denen. Okay, das lohnt sich, gegen die zu kämpfen. Junge. Not bad. Das lohnt sich, das kann ich euch sagen. So ein Spaziergang in der Terrakuppel ist wirklich etwas Feines. Es gibt dazu viele Pokémon, die ich noch nie gesehen habe. Die perfekte Inspiration für neue Süßigkeiten. Okay. Reicht das jetzt? Ist das schon ein goldener Rahmen? Nope. Muss nochmal mit dir reden. Ja, von der angestellten Konditorei. Ja, schön. Ist immer das Gleiche. Fühler, Typ Käfer, super, haha, Käfer. Ja, Misty würde dich hassen. Hm, aber ich habe noch keinen goldenen Rahmen. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Aber mehr kann ich ja jetzt nicht mit ihr machen. Jetzt sagt mir nicht, ich muss sie dreimal einladen. Sonst war jetzt hier. Egal, ich lade erstmal den nächsten ein. Und zwar Kolzo, der zweite in der Leiter. Da ist er auch schon. Was ist denn da an seiner Schulter? Oder an seiner Hüfte? Da folge ich der Einladung von Künstlerseele Maike und was sehen meine Augen? Einen Innengestalter, eine Innengestaltung, die sich in kein normatives Korsett zwängen lässt. Wahre Avantgarde. Okay. Du komischer Kauz, du. Wo ist denn der? Wo sind jetzt beide hin? Ach hier, die reden jetzt miteinander. Ach, vielleicht kann ich jetzt mit denen reden. Sie sind doch Rona, nicht wahr? Die Inhaberin der Konditorei Mucorossi? Ja, das bin ich. Wahrlich und leibhaftig. Hihi. Und sie sind Kreuzleiter von Bolladin. Womit kann ich dienen? Ich komme gleich zum Punkt. Diese Kreationen ihrer Konditorei sind wahrlich das Sahnehäubchen der Avantgarde. Können Sie sich vorstellen, irgendwann einmal Pflanzenblumen als Motive für neue Backwerke in Betracht zu ziehen? Oh, das klingt aber spannend. Sonflora würde sich mit seinem kreisrunden Gesicht zum Beispiel prima Sekomotiv für ein rundes Küchlein eignen. Entweder eine verwandte Seele mit Sinn für Kunst. Ich werde sie tatkräftig dabei unterstützen. Die kennen sich nicht? Oder wie? Aber es ist nicht interessant, dass sie alle verschiedene Gespräche miteinander haben. Aber natürlich werde ich jetzt nicht alle Gespräche zeigen. Man kann auch nur zwei gleichzeitig hier eingeladen haben. Also macht das Beste draus. Ja.
Okay. Grosha war mal Iona-Fan. Oh. Es gibt alle Gespräche auf YouTube wahrscheinlich, oder? Okay. Ich hoffe wirklich nicht, dass man so jemanden dreimal einladen muss, damit die vergeudet werden, weil... Ja, doch, eigentlich schon, ne? Grosha sagt ja aber, dass ihr alter Content besser war, weil sie früher nicht klickgeil war. Als ob... Okay, geil. Tausend Dank für die Einladung, Michael. Sie kam wie gerufen, denn ich hatte gerade die Arbeit an meinem jüngsten Werk beendet und mein kreativer Geist dürstete nach einer Pause. So bin ich Flugsherr geeilt. Jugendliche sind schon sonderbare Geschöpfe. Egal, wo auf der Welt man ihnen begegnet, ihnen Verhalten und Lebensweise unterscheiden sich sie kaum voneinander. Doch diese Kuppelmann gleich für eine Vermählung unterschiedlicher Gebiete verleiht sie meinen Schaffensdrang neue Inspirationen. Okay, schön. Iona sagt dann, oh, du bist einer dieser Fans. Wegen euch habe ich vergessen, Kommentare zu lesen. Wow. Oh Mann. Welch Glück, dass der Musenkuss, der mir das Herz frohlocken lässt, auch dich freudig stimmt. Nur zu gerne würde ich auf jenes geheimnisvolle Objekt steigen, das von der Kuppeldecke hängt. Was für ein Anblick sich mir wohl von dort oben bieten würde. Oh Mann, der Typ ist so weird. Aufgehört, nicht vergessen. Wegen euch habe ich aufgehört, Kommentare zu lesen. Künstliche Kooperation zum Thema Pokémon-Kampf. Na schön, wenn's denn sein muss, Kumpel. Ich mag Iono. Mag's Enigmara heißt sie. Mann! Interessant, schätze ich. Aha, dieser Sieg war wahrlich einen Eintrag im Kunstlexikon verdient. Die Kollaboration mit dir war einzigartig. Ich habe das Gefühl, eine ganz neue Stufe der Empfindsamkeit erreicht zu haben. Zur Belohnung will ich dir vorab erstmal was schenken, das ich eigentlich auf meiner nächsten Vernissage verkaufen wollte. Wendepunkt Handyhülle von Koizo. Der gesamte Schaffensprozess hat zwar über ein halbes Jahr in Anspruch genommen, aber das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen. Also ich habe eine Handyhülle von ihm bekommen? Von ihr habe ich aber... Ah, man kriegt von ihm was anderes. Okay, von ihr kriegt man Gewürz. Und von ihm kriegt man... Diese Handyhülle. Ihr seht sie ja. Hier betrachten. Nee. Hä? Da unten, ihr seht sie. Ist okay, schätze ich. Ich will mal ein vergoldetes Handy haben. Ich will noch ein bisschen mit ihm reden. Sonnenschein. Niemals aufgeben. Senior, irgendwas, keine Ahnung. Ich glaube wirklich, dass man die mehrmals einladen muss. Was echt kacke wäre, wenn das stimmt. Laden wir mal Enigmara ein. Wow, ich wollte schon immer das Lord Polyson Flora als Handyhülle haben, ja oder nicht? Ihr seid gefangen in meinem Elektronetz. Wer ich bin, fragt ihr Enigmara natürlich. Holla, ciao und hallo. Du schon wieder. Ja, und die eine ist jetzt gegangen, ne? Ja, die ist jetzt gegangen. Hallo. Komm schon, Koizo, du wirst mal beim nächsten Stream mitmachen. Ja, bitte, bitte. Ich mache es kurz. Nein. Hä, warum? Sei doch kein Spielverderber. Wir Rinderleute müssen doch zusammenhalten. Ich verspüre nicht die geringste Lust, mit dir in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten. Was anderes wäre natürlich, wenn du dich ebenfalls der Avantgarde verschrieben hättest. Das wollte ich dir schon immer mal fragen. Wenn du von Avantgarde sprichst, was meinst du damit eigentlich genau? Diese törichte Frage zeigt schon, dass du nichts von Avantgarde verstehst. Oh Mann. Wieso hat sie immer noch keine Magnezone? Echt nicht? Hat sie immer noch nicht? Michael, ich freue mich, dass du eine neue Collab mit mir starten willst. Eure Leiterin Enigmara drängt in berühmte Akademie ein und entdeckt... Was? Das ist mein nächstes Streaming-Projekt, an dem ich gerade mit voll Karacho arbeite. Sag mal, was gibt es da eigentlich so zu decken, dass mir auch ordentlich viele Views einbringt? Ja, morgen der 36-Stunden-Stream, oder? Oder wenn der Stream, wenn das Video online kommt, wahrscheinlich schon jetzt gerade? Ja? was bringt dir viele Views? Clickbait über Direktor, Clickbait über die Blaubeer Academy oder Clickbait über Terrakuppel? Ich würde sagen, Terrakuppel, oder? Ihr wisst gar nicht, was ich hier gefunden habe in der Terrakuppel. Klammern illegal. What? Eine Kuppel mit vier künstlichen Arealen? Wie abgefahren? So was gibt's hier? Danke für den Tipp. Du willst zack, zack, und bisschen mit dem Vorbereiten beginnen. Yeah. Huhu, ist gezeigt. Kämpfchen, das live übertragen wird.
Yes. Nein, noch nicht! Jetzt habe ich mein Level 100 Pokémon noch im Team. Ich bin der Psychopath. Tja, ich hab zwar verloren, aber dafür sind meine Videos in krasse Höhen geschnellt. Da tut die Niederlage nur halb so weh. Yay! Momentchen, kann es sein, dass alle einfach nur sehen wollten, wie ich gegen einen Champ verliere? Pah, nicht weiter wichtig. Was viral geht, gewinnt. Egal ob Good Publicity oder Bad Publicity. Ja, dafür bekommst du super mega seltenes Enigma-Merchandise von mir. Ich freue mich auf unser nächstes Collab. Das muss ich mal anschauen, wie die Handyhülle aussieht. Aber wir haben jetzt beide das gleiche Ding gehabt, ne? Das sieht schick aus. Das behalte ich mal. Warum nicht? Hallo, ciao und hallo. Grußvoll. Ich hab's mir extra ausgedacht, damit man mich überall jetzt versteht. Gut, was? Aha. Ja, Streamerin. Der See. Yay. Okay. Die nächste Person, wo eingeladen wird, ist Kombu. Wamu. Kombu! Ich komme herein, spaziert! Wer hat den alten Kombu, den Koch, der hohe Wellen schlägt, herbestellt? Ich hab bestellt. Warum haben wir nicht jetzt schon zwei Arena-Leiter, die was mit Essen zu tun haben? Warum reden die beiden hier miteinander? Wollen die nicht? Mein lieber Charlie, dich kenne ich doch! Stimmt, dass du Mentoren einladen darfst, obwohl du selbst noch Schülerin bist? Du bist wirklich ein außergewöhnliches Kind. Ja, ich bin soweit. Nein, Max. Boah, Selbstbewusstsein hast du also auch noch. Was ein toller Fang du doch bist. Ich danke dir von Herzen, dass du mir die Gelegenheit für diesen Ausflug gegeben hast. Auch ein alter Mann wie ich kann hier noch was lernen, genau wie die Schüler. Bam, durch und durch. Okay, Max. Ja, rein passiert. Hast du Bock auf einen Kampf? Das ist bedauerlich, Schnüff. Doch, hab ich. Aber lass mich erstmal meinen Puppen wegtun. Denn mein Sir Driplin ist nun mal leider schon Level 100. Ja, komm, machen wir nur 5 Pokémon. So schwer sind die Kämpfe jetzt ja auch nicht. Jo, im Kampf. Aber, los angebissen. Okay, Freunde, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob wir dann am Ende alles freischalten. Wir werden es einfach gleich herausfinden. Dein Elan kennt wirklich keine Grenzen. Du bist wie ein Carpador, das unaufhaltsam die Kaskaden hinaufschwimmt. Selbst alte Seebären wie ich können von jungen Menschen inspiriert werden und so wachsen. Da du mit so viel Leidenschaft dabei bist, möchte ich dir was schenken. Ja, Geheimgewürz, danke, Kumpel. Ich hoffe, du hörst mich auch wieder. Okay, wir haben 2 Geheimgewürze bekommen und 2 Handyhüllen. Interessant. Okay, das war's dann mit euch. Alright. Wen laden wir als nächstes ein? Es ist niemand geringeres als Max, sein Lieblingscharakter. Aoki! So einen Grund hat jetzt aber Enigmara und der Koch gar kein Gespräch zusammen. Warum auch immer. Hallo, ich komme von der Pokémon-Liga der Paldea-Region und so. Mein Name ist Aoki. Auf gute Zusammenarbeit. Hey, Larry ist nicht Rika. Max, komm mir nicht mit englischen Namen. Bitte. Komm mir nicht damit. Wo sind die? Ach, da. Ach, die reden jetzt aber miteinander. Ich würde gerne deine Meinung als Feinschmecker hören. Als Feinschmecker würde ich mich nicht gerade bezeichnen, aber... Ich habe vor, ein neues Gericht in meinem Restaurant anzubieten und wollte vorher hören, was du davon hältst. Du bist auch immer in Restaurants drin. Ja, neues Gericht. Wenn du eine exotische Speise einführst, könnte das zu einem kurzlebigen Hype führen. Danach wird es nicht lange dauern, bis die Leute das Interesse verlieren. Aus meiner Sicht wäre es empfehlenswert, das bestehende Menü zu optimieren, aber wenn ich einen Ratschlag geben müsste, würde ich sagen, dass es in Kombus Edelkombüse an Desserts mangelt. Oh, ja, das ist genau so ein Rat, habe ich von dir gehofft. Okay, guck mich uns an. Ach, du bist es? Lass mir also den weiten Weg hier in eine völlig fremde Region kommen. Nimmst du dir etwa ein Beispiel an einer gewissen Person? Aber ich mag Dienstreisen, also werde ich mich nicht beschweren. Ich bin zwar geschäftlich hier, aber ich werde die Gelegenheit nutzen, noch was Spaß zu haben. Übrigens, in der Einer-Region sind wohl 2 spezielle Speisen sehr beliebt. Das Dorf-Sandwich und das Stratos-Eis. Was davon geht leckerer? Stratos-Eis. Aber bitte nicht das Pokémon. Ah, verstehe, du magst es so süßes. Ich meine, guck dich hier um, Bro. Gut zu wissen. Wenn mein Vater vorbei ist, schlage ich mir den Bauch voll. Das ist toll. Dein Blick zeigt mir, dass du kämpfen möchtest. Yes!
Hm, verstehe. Nun, das ist halt nicht Teil meiner Arbeit, aber ich will mal nicht so sein. Ich will Erdnüsse. Beeindruckend. Deine Stärke scheint exponentiell anzusteigen. Unser Kampf hat dich sicher ins Schwitzen gebracht. Hier, bitte. Danke, gib mir auch Geheimgewürz. Cool. Ausreichend Mineralzufuhr ist wichtig. Yes. Thank you, buddy. Thank you, my friend. So, als nächstes wird eingeladen. Trommelwirbel. Beep, boop, ba, Etta. Yo, yo, es ist Etta, yo. Da ist sie auch schon. Yo. Yo. Gangster Granny. Und die Pupillen? Hier braucht wohl jemand ein bisschen Nachhilfe in Sachen Kämpfe mit Seele, hä? Huh? Warum? FNF. Och, Max. Wo ist sie denn? Oh, die reden miteinander. Hallo. Vielen Dank, dass du mich mit der Gestaltung des Kampfplatzes der Friedhof Monta Arena beauftragt hast. Ah, dich hat ja zusammen angehört, ja? Dann habe ich zu danken, yo. Ey, der aktuelle Kampfplatz rockt. Da kann ich krass ein Live-Konzert steigen lassen und dieser Geister-Vibe. Einfach nur mega. Vorher war der Kampfplatz felsig und meine Schwester konnte darauf voll abliefern, aber für Friedhof war es nicht so easy, yo, in dem harten Boden zu graben. Ah, das mag sein, aber auch für mich war dieser Auftrag eine große Hilfe. Ohne dein Projekt hätte ich in diesem Jahr ganze null Verträge angezogen. Dann ist Angst vor einer Kündigung wohl der Grund, warum du so bleich bist wie eher Typ Geist als Typ normal. Ey, yo, Michael, was geht denn? Auf der ganzen Welt wissen Homies, wer ich bin. Alter, die Rapperin mit Rhythmus und der Seele. Das krass nervt mich, Herzen zu bestellen. Haha, aber yo, wenn dein Champ selbst mich so feiert, dann kann ich doch nicht ablehnen. Also werde ich diesen Blaubeer-Killies mal eine Lektion in Sachen Rap mit Seele entschmettern. Yeah, Spitze. Ja, du bringst die richtigen Vibes. Ich zeige natürlich auch, wie man im Kampf voll abgeht. Nice Bock und Battle gegen mich, Michael. Yeah! Okay, let's go! Mach dich bereit für ein gewaltiges Mashup unserer Seelen! Yeah, boy. Viel zu einfach. Haha, deine Vibes hauen echt rein, yo! Ich stehe im Geiste voll hinter dir, auch wenn ich dich nicht immer direkt supporten kann. Hey, wie wär's mit ein paar neuen Sneakern? Die sind exklusives Merchandise meiner Tür und derbe bequem. Geister-Sneaker erhalten, also neues kosmetischer Gegenstand. Ne? Ja, voll nice. Boah, ey. Okay, warte, das muss ich mir jetzt mal anschauen. Unter den Schuhen wahrscheinlich. Ja, hier. Das sind Schuhe, alright. Ich zieh sie mal an. Ich bin mal so nett. Hier, siehst du? Ach, das sind die gleichen, die sie hat. Junge, bei der Spitze vorne, das könnten so Waluigi-Schuhe einfach sein. Oh Mann. Hm. Level Cap sagt, nö, darfst du Tag nicht einsetzen. Komm, das Pokémon schlaft jetzt. Also. Ja. Das ist komisch gemacht in diesem Spiel. Keine Ahnung warum. Okay, als vorletztes haben wir die Mo-Designerin. Die fand ich auch cool. Die war auch ganz nice. Da ist sie. Auch ein hübsches Kleid, muss man sagen. Seid gegrüßt. Die Latina. Wer möchte sich diesmal von meiner Magie verzaubern lassen? Oder du lässt dich einfach besiegen. Das geht viel einfacher. Glaube ich. Kannst du mal ausprobieren. Guck, die beiden reden jetzt aber auch nicht miteinander. Ich glaube, manche Charakter haben einfach keine Dialoge miteinander. Ach, Maike, wie schön lang ist es ja, nicht wahr? Ich habe gehört, dass du nach mir gefragt hast. Also bin ich in Windeseile in dein Flugzeug gehüpft und hergekommen. In meinem Unterricht wird den Schülern einiges abverlangt. Das macht doch sicher nichts, oder? Falls etwas passieren sollte, übernimmst du doch bestimmt die Verantwortung, nicht wahr? Ja, sicher. Haha, so gefällt mir das. Ah, du bist einfach der Retter in der Not. Keine Sorge, das war nur ein Witz. AKA, was? Die ist psycho nicht fehl? Ja. Hättest du Lust, mit mir nach der ultimativen Schönheit zu streben, Maike? Ja. Hehe, dann ist es entschieden. Lass uns zum Kampfplatz aufbrechen. Was hat der Kampf mit der Schönheit zu tun? Egal. Deine Schönheit und deine Stärke sind noch zauberhafter als je zuvor. Ich freue mich, dass du unser Versprechen gehalten hast. Du könntest zu einer noch größeren Persönlichkeit heranwachsen als ich. Dafür hast du dir ein kleines Extra verdient. Krambo-Beere? Was? Statuswert des Pokémon stark.
Okay, ich hoffe, das ist ein gutes Competitive Item, weil sonst denke ich mir, was will ich damit? Das ist was Besonderes. Du kannst dich bei mir dafür beendet zeigen, wenn du bist berühmt, wenn du berühmt geworden bist. Waren diese Lichterketten hier schon überall die ganze Zeit? Das bemerkt ihr erst jetzt. Egal. Einen Arenaleiter gibt es noch und das ist mein Favorite unter den allen. Gruscha. Ja, man. Da ist er. Puh, mir ist kalt. Die Klimaanlage ist viel zu kalt eingestellt. Hä? Er ist so warm angezogen. Oh, warte, das war mega. Ja, Max, du hast dich da vertan. Gruscha ist cool. Versteht ihr, weil er im Eisgebiet ist? Die beiden reden auch nicht. Warum auch immer. Bei denen hätte ich mir ein Gespräch vorstellen können. Du hast mich hierher gerufen? Du weißt hoffentlich, dass das nicht deine beste Idee war. Ich bezweifle, dass ich in der Akademie irgendwie vom Nutzen sein kann. Doch, das kannst du. Natürlich kannst du das. Du wirkst ja sehr überzeugt. Woher kommt diese Gewissheit? Aber da ich schon mal hier bin, werde ich meine Arbeit auch erledigen. Schließlich bin ich ein Profi. Was schaust du mich so an? Willst du mich kämpfen oder was? Ja? Was eine frustige Antwort. Naja, aber ab und zu kannst du dich schaden, schätze ich. So eine kalte Antwort. Ihr ist immer kalt. Eine totale Niedergabe. Die Realität kann eiskalt sein. Aber es hat Spaß gemacht, also was nicht ganz umsonst. Nimm das hier. Vom Verlierer an die Gewinnerin. Und ich dachte schon, die Beere wäre unnötig. Uff. Also, Leute. Gegen Gruscha war es bisher der unnötigste Kampf. Wenn du sie nicht brauchst, schmeiß sie ruhig weg. Ja, okay. Wenn er das sagt. Wo sind sie? Ja. Nein, Spaß. Ich lasse es jetzt drin. Ach, mir ist übrigens auch eingefallen, dass ich ja theoretisch auch Terrapagos einfach jetzt in mein Team tun kann. Da habe ich zumindest ein sechstes Pokémon noch hier drin und ich meine, warum nicht, ne? Warum nicht? Könnte ich ja machen. Ne, Kumpel? Was sagt er noch so? Uncooles von Sagaria, hast du gesagt, wie ich es erinnert bin. Ich weiß nicht, was das passiert ist und ehrlich gesagt, vielleicht weiß ich es noch nicht, aber ja, dann hat er keinen Schätzwert, also danke. LOL! Die sagen einen extra Text, wenn man denjenigen als Lieblingsanrenner ausgewählt hat. Das finde ich cool. LOL. Und bei mir war es halt Gruscha, weil er ist halt mein Lieblingsanrenner von der Gen. Obwohl ich sagen muss, Enigmara ist nah dran. Ich finde Enigmara nämlich sehr, sehr lustig, wie ich schon gesagt habe. Verkauf es, wenn dann! Ja, echt so. Da war es nie was nie gut. War es nie was gut, bis gebannt wurde. Ich muss dann nur drei von den Top 4 bekämpfen. Ich habe ein Problem. Ich glaube, ich muss sie doch mehrmals einladen, weil irgendwie tauchen die nicht auf. Oder kann ich jetzt erstmal den super mega Secret Boss? Nein. Hä? Was ist falsch? Irgendwas ist ja falsch. Nehmen wir einen neuen Text. Levi, raus damit! Was hast du da im Hintergrund schon wieder für eine Sache abgezogen? Oh wow, das kam jetzt plötzlich. Was denkst du da, was ich getan habe? Ich krieg Kopfweh, wenn ich das erklären muss. Ist irgendwas mit Maike? Da bist du auf dem richtigen Trichter. Komm schon, weiter so, streng dich an. Und ihr wolltet, dass die Liga AG wieder so wie früher und Joe helfen? Wow, und Jubel, du hast echt fast geschafft. Ja, ich gebe auf, keine Ahnung. Ich stehe mal wieder auf dem Schlauch, du kennst mich doch. Ach, schade, du warst nur da dran. Jedenfalls solltest du aufpassen, dass du nicht für den nicht den Bösewicht spielst, sonst halten dich die Leute irgendwann wirklich für den Bösen. Wenn du das nächste Mal sowas aushackst, sprich das doch vorher erstmal mit durch, oder? Ja? Ist gebongt. Will ich machen. Hä? Oh, okay. Jo, Max. Hey, ich muss mal was loswerden, Maike. Bei deinem Kampf gegen Joe stand mein innerer Herd volle Kanne auf Stichflamme. Wie du ihn einfach in die Flamme gehauen hast. Pfanne gehauen hast, obwohl ihn sonst niemand besiegen konnte. Seit er aus Kitakami zurückgekommen war. Das sollte der Blaubeerliga genügend Treibstoff für die nächsten paar Jahre geliefert haben. Und da der Champ ist, wodurch Joe zurück in die Top 4 befördert wird, fliegt das schwächste Top 4 fliegt raus, um ihm Platz zu machen. Und das bin dann ich. Bist du dir sicher? Ja, ich ein Jammer, aber so laut nehmen die Regeln. Immerhin herrscht in der Liga jetzt nicht mal so eine gedrückte Stimmung. Das ist es absolut wert, wenn du mich fragst. Mir ist wichtig, dass du weißt, wie dankbar ich mir dafür bin, Maike. Kein Problem.
Maike, das ist unser erstes Treffen im AG-Raum. Geht's AGA unverändert gut? Es fliegt sehr gern umher. Ich mach das sehr gerne. Das freut mich zu hören. Ich hoffe, es sorgt, weil es solch eine große Menge meines Bittes zu sich genommen hatte. Dass ihm das keine Probleme bereitet hat, könnte von einer überragenden Willenskraft zeugen. Es wäre sicher gefährlich, einem gewöhnlichen Pokémon dieselbe Menge zuzumuten. Üblicherweise absolvieren Trainer das Flugrennen auf dem Rücken eines Panzereron. Somit kommt mein Mittel nicht so oft zum Einsatz. Mehr habe ich gerade nicht mitzuteilen. Beenden wir unser Gespräch. Oha, okay. Hey, du! Jo, Maike! Wie geht's der Leiterin unserer AG heute so? Leiterin? Wer? Hä? Hab ich das nicht erwähnt? Der Champ der Blaubeliga hat gleichzeitig auch die in der Liga AG das Sagen. Starke Sache, ne? Oh, das wusste ich nicht. Cool. Sorry, hätte ich ja längst erklären sollen. Naja, jetzt weißt du wenigstens Bescheid. Aber keine Sorge, du bist nicht auf dich allein gestellt. Wir helfen dir, wie wir können. Als noch stärker war, habe ich mich knallhart geweigert, mich wie ein Champ zu verhalten. Also war kein Bock auf die ganze Arbeit. Deshalb haben wir Top 4 die Pflichten des AG-Leiters einfach unter uns aufgeteilt. Aber keine Sorge, dein Bro Levi ist für dich da, wenn du als Leiterin zu viel um die Ohren hast. Okay, danke, Kumpel. Yo, Girl, hast du Bock auf den Kampf? Hä? Was? Gegen die kann ich auch noch kämpfen? Sagt ihr das Gleiche? Oh, die wollen alle noch ein Rematch. Aber hier fehlt jemand, ne? Und zwar Tara. Wo ist Tara? Irgendwas habe ich verpasst. Vielleicht kommt sie ja, wenn man gegen alle kämpft. Ich kämpfe erstmal gegen die alle. Wusste gar nicht, dass sie auch noch kämpfen wollen. Hä, aber die zählen noch. Zählen die dazu? Ich glaube nicht. Noch mehr Kämpfe. Oh Mann. Aber ich verstehe gerade wirklich nicht, warum die nicht alle freigeschaltet wurden. Ja, mein innerer Herd ist völlig ausgebrannt. Das war ein viel heißerer Kampf als der, den wir uns in der Blaubeerliga geliefert hatten. Ich kann nicht anders. Ich muss mich einfach irgendwie bei dir dafür bedanken. Flammenpixer? Was ist das denn? Wow. Nichts, was mich interessiert. Das war komplett useless für mich. Damit kannst du jede Menge voll scharfe Sandwiches zubereiten. Cool. Boah, krass, ey. Haha. Hier, Details. Einmal eingeladen. Stängel halten. Ah ja, steht jetzt auch, was ich gehalten habe, ja. Aber ihr seht, dass es da noch was Zweites gibt. Und ich glaube, das kommt, wenn man die nochmal einlädt. Und ich schätze, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Auch wenn mir dann am Ende nicht mehr die Punkte reichen und ich gleich noch ein bisschen extra farmen gehen muss. Das muss ich jetzt in Kauf nehmen. Aber Terrapagos ist Gigas mit einer guten Fähigkeit quasi. Oh. Huh. Interesting. Okay, ich speichere kurz ab. So, zack. Damit die Punkte nicht weg sind, falls es Verschwendung ist. Und jetzt versuche ich, wieder die erste Ringleiterin einzuladen. In der Hoffnung, dass die jetzt irgendwas anderes zu sagen hat. Und jetzt sagt, oh, hey, cool, dass du mich nochmal einlädst. Und hier, kriegst du noch eine Belohnung. Und irgendwas, keine Ahnung. Vielleicht tut ihr das ja. Ach, die reden ja sogar miteinander.